Wozu soll ich wählen? Weil man mir eingeredet hat, mein politisches Handeln bestehe einzig darin, alle 4 Jahre meine Stimme abzugeben? Nein, das ist das Gegenteil von Handeln. Ich offenbare damit nur meine Ohnmacht und gehorche der Macht einer Partei. Guten Tag, Florent Guénard. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Philosophie. Das war ein Auszug aus einem Artikel von Jean-Paul Sartre mit dem Titel Wahlen, Idioten fallen aus der Zeitschrift Le Temps moderne von 1973. Sartre entwickelt den Gedanken, die Stimmabgabe in der Wahlkabine, das demokratische Mittel der indirekten Wahl, die Delegation der Macht, das repräsentative Prinzip sei in Wahrheit eine Preisgabe meiner Freiheit. Wie kommt er auf diesen Gedanken? Seine Argumentation ist ziemlich vielschichtig. Florent Guénard ist Dozent an der Universität von Nantes sowie an der Pariser École Normale Supérieure und Chefredakteur der Website La Vie des Idées. Es ist insofern eine Preisgabe meiner Freiheit, als es einen gewissen Verpflichtungscharakter hat, alle 4 Jahre wählen zu gehen, also zu bestimmten Zeiten seine politische Meinung zu äußern. Er sieht darin eine Form der Entfremdung von der Freiheit. Mit der Stimmabgabe habe ich alles getan, wasche meine Hände in Unschuld und bin nicht verantwortlich für das, was geschieht. Das natürlich auch. Man entledigt sich seiner politischen Verantwortung. Genau. Insofern ist es eine Preisgabe der Freiheit. Aber man kann das Argument auch umdrehen und sagen, dass zur Wahl zu gehen sehr wohl eine Art und Weise ist, seiner politischen Meinung Ausdruck zu verleihen, weil man eben wählt und die Regierenden bestimmt. Und damit sind wir beim Thema. Wie kann man ein Verhalten, mit dem man seiner politischen Verantwortung als Bürger nachkommt, so umdeuten, dass man sich damit angeblich der politischen Verantwortung entledigt? Sartre versucht hier ein Paradox zu formulieren. Er legt den Fokus darauf, dass wir uns dem Geschehen entziehen, indem wir wählen. Andererseits lässt er dabei unter den Tisch fallen, dass es ein staatsbürgerlicher Akt gegenüber unserem politischen Gesamtgefüge ist, dass wir zur Wahl gehen. Wir alle, um unsere Volksvertreter, unsere Regierung zu bestimmen. Denn natürlich ist es besser, sie zu wählen, als sie sich vor die Nase setzen zu lassen. Wenn ich Sie recht verstehe, sehen Sie Wahlenthaltung eher als Ausdruck der Politikverdrossenheit oder Entpolitisierung, denn als Selbstermächtigung des Bürgers, der sich nicht von seinem scheinbaren Wahlrecht täuschen lässt. Das Problem ist, dass es viele Gründe gibt, nicht zu wählen. Es gibt ja Gründe für die sinkende Wahlbeteiligung. Meistens machen sich Nichtwähler nicht einmal bewusst, dass sie sich enthalten, sondern sind politisch ganz einfach abgehängt. Es gibt aber sicherlich auch eine andere Gruppe von Nichtwählern, die sich bewusst dafür entscheidet. Es gibt also passive und aktive Nichtwähler. Eine entpolitisierte und eine politische Wahlenthaltung. Genau. Schauen wir uns dieses interessante Diagramm, diese Grafik an. Sie zeigt die Zahlen der Nichtwähler bei den französischen Parlamentswahlen seit 1958. Wir enthüllen sie absichtlich Stück für Stück, weil so ganz allmählich ein Muster sichtbar wird. Das ist ziemlich verblüffend, sehen Sie? Das Diagramm geht bis 2017, wo die Wahlenthaltung ihren Höhepunkt mit über 50% erreicht. Kommen Sie! Man kann hier einige signifikante Zeitpunkte ausmachen. 1962 das Referendum zur Direktwahl des Präsidenten. Die Wahlenthaltung nimmt zu. 1981 der Sieg der Linken. Die Wahlenthaltung nimmt zu. 1988 wieder ein Sieg der Linken, die Wahlenthaltung nimmt zu. 2002 wird die Amtszeit des Präsidenten von 7 auf 5 Jahre verkürzt. Das Parlament wird dadurch immer mehr zu einem Organ, das Entscheidungen des Präsidenten abnickt, und die Wahlenthaltung erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Ist die Tatsache, dass es für all das Ursachen zu geben scheint, für Sie bedeutsam? Kann man die Entwicklung mit diesen oder jenen Ursachen erklären, mit den Umständen der verschiedenen Wahlen, oder liegen die Gründe tiefer? Es ist immer schwierig, Wahlenthaltung zu erklären, da es dafür vielfältige und heterogene Gründe gibt. Fest steht, wie Sie schon sagten, dass man jede Wahlenthaltung in ihrem unmittelbaren historischen Kontext erklären muss. Das ist unabdingbar.
So kann man zum Beispiel zeigen, dass wir es 1981 vermutlich mit politischer Wahlenthaltung zu tun hatten, mit Nichtwahl aus politischen Gründen. Viele haben sich der Stimme enthalten, weil sie in gewisser Weise das Ergebnis der Wahlen nicht anerkannten. Eine politische Nichtwahl, weil man damit dem neu gewählten Parlament die politische Legitimation entzieht. So ist es. Man nimmt ihm einen Teil seiner Legitimität. Man erkennt seine Legitimität nicht an, obwohl das Wahlergebnis eindeutig ist. Natürlich ist es sinnvoll, jedes Mal ganz konkrete Erklärungen zu finden. Aber wie Sie schon sagten, es ist ja durchaus ein bemerkenswertes Muster zu erkennen. Man muss sich nur die Kurve ansehen, an deren Ende man bei einer Zahl ankommt, die mehr als symbolträchtig ist. 51,3%. Das ist die absolute Mehrheit. Man kann daraus durchaus die Schlussfolgerung ziehen, dass es eine ausgeprägte Tendenz gibt, die politische Legitimität überhaupt infrage zu stellen. Wenn man mit einer Wahlbeteiligung von weniger als 50% ins Parlament gewählt wird, hat man ein echtes Legitimitätsproblem. Aber es gibt zwei Arten von Legitimität. Man bleibt ja gewählter Abgeordneter. Es gibt die prozedurale Legitimität, weil man durch den Wahlvorgang von der Mehrheit gewählt wurde, unabhängig davon, wie viele Wähler zur Wahlurne gegangen sind. Aber diese Legitimität meine ich nicht. Ich meine die politische Legitimität, nicht die prozedurale. Da kann man sich wirklich fragen, wessen Vertreter ist man denn eigentlich, wenn man bei einer so geringen Wahlbeteiligung gewählt wird? Womit wir wieder bei dem Paradox wären, ist es nicht widersprüchlich, sich von Volksvertretern nicht vertreten zu fühlen und deshalb nicht zu wählen, um später aufgrund der geringen Wahlbeteiligung zu sagen, die sind ja gar nicht legitimiert, habe ich doch gleich gesagt. Das ist ein echtes Problem. Wir stecken in einem Teufelskreis. Wenn nämlich die Politikverdrossenen nicht wählen gehen, um sich dann später zu empören, dass ihnen die Politik kein Gehör schenkt. Das ist ein sehr konkretes Problem, weil die Volksvertreter, die Politikerinnen und Politiker den Nichtwählern kein Gehör schenken. Mit ihren verführerischen Reden und Versprechungen richten sie sich natürlich in erster Linie an jene, die wählen gehen. Meinungen zu den Wahlen im April 2002. Le suspense est plus intéressant. On va plutôt dire à la pêche. À la pêche. Premier tour, les élections. Ça sera pareil, qui que ce soit, ça sera pareil. Qui que ce soit. C'est pas à moi que ça doit faire peur, c'est plutôt à la classe politique qui aujourd'hui n'est pas à même de proposer des solutions aux citoyens et je pense qu'on peut voir dans l'abstentionnisme une certaine révolte de la part des électeurs, oui. Da hatten wir sie, die beiden Dimensionen des Nichtwählens. Einerseits der prinzipielle Nichtwähler, der Angler, der sagt, ist eh egal, die sind sowieso alle verdorben. Wer so spricht, hat sich endgültig von der Politik verabschiedet. Der zweite sieht in seiner Enthaltung einen politischen Akt und will damit diejenigen bestrafen, die nicht in der Lage oder willens waren, ihm ein akzeptables Angebot zu unterbreiten. Ja, genau so ist es. Im ersten Fall ist es wirklich der Gedanke, dass es sowieso keinen Zweck hat. Dieser Gedanke bringt die Ohnmacht des Wählens zum Ausdruck und sagt im Grunde, hat alles keinen Zweck, es ändert sich sowieso nichts. Meine Stimme zählt nicht. Das Paradox der Wahl. Man fragt sich, was kann mein Wahlzettel inmitten all der anderen bewirken? Nichts. Ich gehe in der Masse unter. Auch das ist ein Paradox des Wählens. Was zählt schon ein 50-Millionstel? Genau. Wie kann meine Stimme eine Bedeutung haben, wo sie doch in der Masse untergeht? Ob ich wählen gehe oder nicht, ändert nichts am Ergebnis. Wie soll man so jemanden überzeugen? Gleichzeitig könnte man ihm mathematisch vorrechnen, dass genau seine Stimme das Zünglein an der Waage sein könnte. Man muss sich immer vor Augen halten, genau das macht die Wahl ja zum bürgerschaftlichen Akt. Meine Stimme zählt genauso viel wie jede andere. Dass ausgerechnet meine Stimme entscheidend ist, ist zwar nicht wahrscheinlich, aber doch immerhin möglich. Aber das ist ja nicht sein einziges Argument. Er sagt nicht nur, meine Stimme ändert nichts, er sagt auch, egal wen ich wähle, es wird sich nichts ändern.
Richtig, dieser Gedanke. Damit kann man vielleicht auch den rasanten Anstieg der Nichtwähler erklären, den wir auf dem Diagramm gesehen haben. Die Ursache dafür könnte die Annahme sein, dass sich ohnehin nichts ändert, weil die Politik ihre Versprechen so oder so nicht hält. Wir haben es also mit einem schwerwiegenden Glaubwürdigkeitsproblem der Volksvertreter ganz generell zu tun. Wir bleiben im Jahr 2002, setzen unsere Zeitreise noch ein wenig fort und beschäftigen uns mit den sinnvollen oder nicht sinnvollen Gründen der Bürger, nicht zu wählen. Die Wahlenthaltung trug Jean-Marie Le Pen damals bis in den zweiten Wahlgang. Wir sehen Robert Hue mit einem kommunistischen Programm. Hier haben wir Christine Boutin mit dem Slogan Familie wagen, Armut den Kampf ansagen. Lionel Jospin mit dem Slogan Anders regieren, der unterschwellig suggerierte, dass Jacques Chirac ein Lügner sei, dass er gelogen habe. Okay, hier Jean Saint-Jean, Christian Taubira mit Die Republik, die sie respektiert, Jean-Marie Le Pen, François Bayrou und so weiter, Corinne Lepage, Noël Mamère, Daniel Glückstein, das war eine andere Zeit. Wer 2002 keine Lust hatte, wählen zu gehen, hatte sicherlich seine Gründe. Kein Kandidat war wirklich überwältigend. Aber liegt nicht genau darin der Fehler, in der Forderung, dass ein Politiker einem gefallen muss, damit man wählen geht? Ja, natürlich. Die Wahl ist eine Auswahl. In den meisten Fällen, zumindest sieht es das französische Wahlrecht so vor, gibt es zwei Wahlrunden. Und beide sind wichtig. Die erste Runde ist, wie es immer heißt, die Auswahl. Die erste ist die Auswahl, die zweite die Stichwahl. Genau, man trifft eine Auswahl. Das ist natürlich keine vollkommen freie Entscheidung, sondern die Wahl zwischen Optionen, die uns vorgegeben werden. Natürlich kann man finden, dass die angebotenen Optionen nicht das sind, was man wählen würde, könnte man frei entscheiden. Aber es ist nicht die Aufgabe des Wählers, die Optionen zu definieren. Liegt da nicht genau der Fehler des Nichtwählers? Geht der Nichtwähler nicht davon aus, dass ihm der Politiker gefallen muss, damit er ihm seine Stimme gibt? Ja, richtig. Ich denke schon, dass in der Wahlenthaltung der Wunsch nach einer Art lupenreiner Politik mitschwingt. Einer Politik also, die genau dem entspricht, was jemand will. Was er sagt, was er denkt. Der Nichtwähler weiß ganz genau, was er von der Politik erwartet. Sabine Rubin ist Abgeordnete von La France Insoumise aus Seine-Saint-Denis. Eine offre politique qui ne nous correspond pas, des élus qui parfois font des programmes et qui ensuite nous trahissent. Tous ces phénomènes-là font que des débats qui sont plus des polémiques que des débats de fond. Et puis peut-être tout simplement la fin d'un modèle démocratique de la représentativité. Voilà. Ça ne signifie pas forcément que les gens ne veulent plus faire de la politique, mais probablement qu'ils veulent se la réapproprier plus que le vote. Was sagen Sie? Wahlenthaltung nicht als Zeichen der Politikverdrossenheit, sondern als Wiederaneignung der Politik. Wir finden das Argument von Sartre bei einer Abgeordneten wieder. Ja, was sie anspricht, sind die aktiven Nichtwähler. Im Unterschied zu den passiven Nichtwählern, wie eingangs schon gesagt. Die Angler. Die Angler, genau. Hinsichtlich der aktiven Nichtwähler bin ich mit ihr einer Meinung und sehe in der Wahlenthaltung, in der bewussten Entscheidung dagegen, eben jene Haltung, die Sartre beschreibt. Also eine reflektierte Wahlenthaltung. Das heißt, wenn jemand das so bewusst macht wie Sie, bin ich absolut einverstanden, das nicht als Politikverdrossenheit zu sehen, sondern als eine Form von politischem Engagement. Damit sollte man sich auseinandersetzen, aber das tut die Politik heute zweifelsohne nicht. Sie sagt damit sicherlich auch etwas über die Mängel unseres repräsentativen Systems. Das ganz sicher. Aber führt man Verfahren zur direkten Beteiligung ein, also nicht nur die indirekte Beteiligung, sondern eine echte, partizipative Demokratie, keine repräsentative, aber dann stellt man fest, dass es schwierig ist, die Leute zu mobilisieren. Es ist gar nicht so einfach, seine direkte Beteiligung als Bürger in die Tat umzusetzen. Das ist das rousseauische Paradox. Der Mensch ist so viel Demokratie nicht gewachsen. Er müsste permanent mobilisiert werden. Man könnte daneben gar keiner leiden. Mehr frönen, um ein wahrhaft freier und umfassend politischer Bürger sein zu können. Natürlich, Politik kostet Zeit. Sie kostet Zeit, auch in einer repräsentativen Demokratie. Man hat ja noch etwas anderes zu tun. So ist es, ja. Trotzdem muss man interessiert bleiben.
Zeitungen lesen, Wahlprogramme lesen, sich Reden anhören und so weiter und so fort. Diese ganze Auseinandersetzung ist absolut notwendig. Ein Bürger sollte sich informieren, um eine Entscheidung treffen zu können, die nicht willkürlich ist. So vernünftig wie möglich. So vernünftig wie möglich, genau. Aber das alles kostet enorm viel Zeit. Ich stimme also absolut zu, dass die repräsentative Demokratie andere Hebel, andere Formen der direkteren Beteiligung braucht. Aber machen wir uns nichts vor, das kostet enorm viel Zeit und ist sehr selektiv. Diejenigen, die Zeit haben, werden sich beteiligen. Diejenigen, die Zeit haben, werden aktiv und die anderen werden unterwegs abgehängt. Eins finde ich erstaunlich an Rubins Stellungnahme. Man könnte bei der Frage nach einer Wahlpflicht denken, dass jemand, der so viele gute Gründe für die Wahlenthaltung anführt, sich beim Thema Wahlpflicht sehr zurückhält. Das ist aber nicht so. Hören Sie sich das an, wenn ich es schaffe. Rendre le vote obligatoire est une mesure parmi tant d'autres pour répondre à l'abstention. Mais c'est pas tant à l'abstention, moi, qui m'intéresse de répondre, c'est effectivement d'en comprendre le sens, voilà, mais de permettre ensuite, effectivement, d'une remobilisation démocratique. Si c'est un outil pour remobiliser de façon collective, pas simplement éclater dans les bistrots, dans les mécontentements, etc., la parole des citoyennes. Mais si c'est une possibilité de mobiliser cette parole citoyenne, pourquoi pas? Wieso nicht? Schon erstaunlich, dass jemand, der so viele Gründe für die Wahlenthaltung findet, sich auch eine Wahlpflicht vorstellen kann. Oder darin zumindest ein legitimes demokratisches Werkzeug sieht. Wahlpflicht ist auch ein Paradox. Sie ist, wie sie sagte, ein Instrument, das in einigen uns bekannten Demokratien sehr gut funktioniert. In stabilen, soliden Demokratien. Gleichzeitig ist sie ein Paradox, weil Wählen ein Akt der Zustimmung ist und man uns mit einer Wahlpflicht gewissermaßen zu diesem Akt der Zustimmung zwingen würde. Hier ist jemand, den Sie davon überzeugen müssen, zur Wahl zu gehen. Guten Tag, Céline Compat. Guten Tag. Céline Compat ist Romanautorin und ehemalige Journalistin. Sie sind ehemalige Kabinettschefin eines Kommunalpolitikers im Departement Meurthe-Moselle und haben im Vorfeld der Wahlen 2021 erklärt, weshalb Sie nicht wählen werden. Welche Gründe haben Sie angeführt? Es gab mehrere Gründe. Ich möchte aber vorausschicken, dass ich eigentlich vollauf überzeugt von der Bedeutung des Wählens bin. Ich komme aus einer Familie, in der das sehr wichtig ist. Ja, es ist wichtig, dass Sie das sagen. Genau, für mich ist Wählen nichts Beiläufiges. Ich habe mich bewusst entschieden, darauf zu verzichten. Vorübergehend, denke ich. Aus politischen Gründen oder Politikverdruss? Aus politischen Gründen. In meinem Fall ist es tatsächlich politisches Engagement. Zu erleben, wie Politik im inneren Zirkel funktioniert, hat mich... Ich schwanke zwischen ernüchtert und erschreckt. Ich schwanke ein wenig. Oder beides. Ich habe gesehen, was in der Öffentlichkeit gesagt wird und zugleich hinter die Kulissen geblickt. Ich habe erlebt, welche Kluft mitunter zwischen beidem klafft. Ich habe vor allem erlebt, wie wenig die Anliegen der Bürger zählen, die Politiker kontaktieren. Wenn die Politik nur noch ihr eigenes Süppchen kocht, das mit den Erwartungen der Bevölkerung nichts mehr zu tun hat, dann bricht natürlich irgendwann die Wahlbeteiligung ein. Das ist klar. Hat man Ihrer Ansicht nach den Neologismus partizipative Demokratie vor einigen Jahren geprägt, um die Versuchung der Wahlenthaltung zu entschärfen? Denn partizipative Demokratie signalisiert im Prinzip, sagen Sie uns, wo der Schuh drückt, wir versuchen, im Rahmen des Möglichen, darauf zu reagieren. Sollte sich Politik darin erschöpfen, Anliegen der Bürger anzuhören und darauf zu reagieren? Nein, weil es einen Unterschied gibt zwischen dem, was der Bürger als Lösung sieht und was die Politik als Lösung realisieren kann, um der Mehrheit gerecht zu werden. Man kann nicht immer wortwörtlich umsetzen, was ein Bürger fordert. Politik heißt also auch
Abstraktion. Absolut. Aber das ist doch schon noch mal was ganz anderes, als die Menschen zwar zu befragen und ihre Beschwerden zu sammeln, sie anschließend aber in Aktenordnern dem Vergessen zu überantworten. Ich glaube, genau dieses Gefühl haben viele Menschen. Man fragt sie nach ihrer Meinung, die dann aber völlig irrelevant ist. Und das ist schrecklich. Für den Bürger ist das fürchterlich. Ich denke, viele Menschen empfinden das so. Und zwar schon sehr, sehr lange. Diese Kluft zwischen abstrakter Politik und konkreter Realität. Manche leiden sehr darunter. Aber gehört das nicht zwingend zur indirekten Demokratie? Kurz zu dieser Frage, Florent Guénard, ist das Gefühl, Politiker seien weit weg vom Bürger und keine guten Sprachrohre für dessen Belange, nicht unvermeidlich in einer indirekten Demokratie? Denn wir haben ja ein repräsentatives System, in dem Politiker in Vertretung Tausender, wenn nicht von Millionen, handeln müssen. Das ist nicht nur unvermeidlich, sondern auch strukturgebend. Eine gewisse Distanz ist sogar notwendig. Erwartet man von einem Politiker ernsthaft, dass er jedem Einzelnen gerecht wird? Nein, Politik ist nicht dazu da, alle erdenklichen Einzelinteressen zu vertreten. Sie sollte das Allgemeininteresse wahren, das über den Partikularinteressen steht. Ein Politiker hat meines Erachtens nicht die Aufgabe, seiner Wählerschaft hinterherzuhecheln. Das wäre Klientelpolitik. Und es ist ganz bestimmt nicht die Aufgabe der Demokratie, Klientelpolitik zu organisieren. Im Gegenteil, es ist davon auszugehen, dass es in einer pluralen Gesellschaft plurale Interessen gibt. In jedem Gemeinwesen gibt es etwas, das man als Allgemeininteresse bezeichnen könnte. Es ist nicht ganz einfach, das in die Tat umzusetzen, sondern erfordert große Mühen. Ein ständiges Hin und Her. Man muss viel ausprobieren und wird auch Irrtümern aufsitzen. Und man muss akzeptieren, dass die Politik keine Wissenschaft ist und nie sein wird. Sie ist keine Wissenschaft, bei der man bloß alle Daten in Form sämtlicher Partikularinteressen, Forderungen und Beschwerden in eine Software eingibt und ein Algorithmus dann die perfekte Lösung liefert. Aber so wurde Cinque Stelle gewählt. Ja, sicher. Basierend auf einem Algorithmus. Was wäre nötig, Frau Compa, damit Sie wieder wählen gehen? Also, was fehlt Ihnen, um in die Wahlkabine zurückzukehren und zu wählen? Ein Akt, dem Sie ja durchaus große Bedeutung beimessen. Ich werde schon wieder wählen gehen, so viel steht fest. Ich habe meine Wut zum Ausdruck gebracht. Ich habe meine Empörung über diese Problematik zum Ausdruck gebracht. Ich bin mir übrigens im Klaren, dass eine Demokratie nicht jeden zufriedenstellen kann. Aber wenn sie nicht möglichst vielen dient, haben wir auch ein Problem, wenn die Wahlbeteiligung so gering ist, wie sich bei jeder größeren Wahl zeigt. Allein das beweist, dass wir ein echtes Problem haben. Ich stelle mir aber auch die Frage nach den Maßstäben der Demokratie. Ich frage mich, ob Demokratie genauso gut in einem Land mit 65 Millionen Einwohnern funktionieren kann, wie im kleineren Maßstab. Sollte man Demokratie nicht neu organisieren? Müsste man nicht mehrere Stufen einführen, auf denen Demokratie auch wirklich praktiziert werden kann? Ist es nicht so, dass sich die Bürger immer weniger mit Entscheidungen identifizieren können, die auf europäischer Ebene gefällt werden? Entscheidungen, die immer größere Auswirkungen auf die nationale Politik haben. Sollte man als Bürger nicht stärker in Entscheidungen einbezogen werden, die auf höherer Ebene getroffen werden? Ich weiß auch keine Antworten auf diese Fragen, aber ich denke, sie sollten gestellt werden. Jean-Jacques Rousseau hat die Demokratie, anders als man vielleicht denken könnte, als nicht umsetzbares und widernatürliches Ideal dargestellt. Der Mensch sei dazu einfach nicht in der Lage. Rousseau macht aber zwei Ausnahmen, Polen und Korsika, denn er sagt, das sind kleine Staatsgebiete, vor allem Korsika, weil sich die Menschen durch die geringe geografische Ausdehnung kennen und für alle unmittelbar nachvollziehbar ist, worum es geht. In Fortsetzung dessen sagt Etienne Chouard heute, man müsse zwar abstimmen, aber nur um abzustimmen und nicht um jemanden zu wählen. Florent Guénard. Ja, Sie haben mehrfach betont, dass Sie von Politikern enttäuscht worden sind. Aber ist das nicht im Grunde immer so? Hat man in einer Demokratie nicht immer bis zu einem gewissen Grad Grund, von Politikern enttäuscht zu sein?
Oder gab es je eine gute alte Zeit, in der wir uns ganz und gar mit den Politikern identifizieren konnten? Ich habe da so meine Zweifel. Aber zugleich gibt es noch einen anderen Aspekt, die Kehrseite dessen, was ich gerade sagte. Viel spricht dafür, dass sich seit einiger Zeit eine Kaste von Politikern entwickelt hat, die uns noch viel mehr enttäuscht, weil sie bloß noch der Logik des Staatsapparats gehorcht und den Wähler völlig aus den Augen verloren hat. Genau so ist es, ja. Ich denke tatsächlich, dass die Eigenlogik im Staatsapparat dazu führt, dass man mitunter das Gefühl hat, auf verschiedenen Planeten zu leben. Die Bürger nehmen die Politiker so wahr, dass sie völlig abgehoben sind, in anderen Dimensionen schweben und sich nicht mit den gleichen Problemen herumschlagen müssen wie ihre Wähler. Wähler sollten sich mit ihren Vertretern identifizieren können. Das scheint derzeit undenkbar und ist wahrscheinlich einer der Gründe für den Bruch. Ja, und es gibt fast nur noch Berufspolitiker. Richtig. Wie kann man den Wähler ansprechen, ohne zum Demagogen zu werden? Lässt sich das Problem der geringen Wahlbeteiligung durch die Verführungskünste der Politik lösen? Wie lässt sich die Kluft zwischen Politik und Bürgern überbrücken? Mit diesen ungeklärten Fragen verabschieden wir uns heute. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Kommen Sie. Sind Wahlen nichts weiter als Idiotenfallen? Oder ist Nichtwählen eine Idiotenfalle? Sind Nichtwähler lediglich enttäuschte Bürger? Ist Wahlenthaltung eine Grundsatzentscheidung oder etwas Punktuelles? Endet das Problem der geringen Wahlbeteiligung, wenn sich endlich ein von der Vorsehung bestellter Kandidat bewirbt? Oder ist es an den Bürgern, allen Bedenken zum Trotz, stets das geringste Übel zu wählen?